Moin und hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem Video werden wir einige Sachen querbeet machen, wie immer. Aber hauptsächlich wird es darum gehen, eben hier diesen Montagerahmen von der Duschwanne an diese Duschwanne dran zu bringen. Ich habe mich da jetzt mal ein bisschen schlau gemacht, auf was man da alles achten muss. Ich habe mir auch Videos dazu angeguckt und viel gelesen. Und ich habe sogar in die Bedienungsanleitung angeguckt. Das mache ich sowas mache ich eigentlich nie. Aber wir müssen erstmal hier unsere Wanne auspacken, damit wir damit arbeiten können. Bei der Wanne hier handelt es sich um eine Acrylwanne. Da ist der Installationsvorgang, je nachdem, was für eine Wanne ihr habt, unterschiedlich, aber das werdet ihr hier noch sehen. Also ein Unterschied ist zum Beispiel, dass dieser Fuß, der hier in der Mitte angebracht wird, den kann man hier in dieser Acrylwanne festschrauben. Das kann man zum Beispiel bei anderen Wannen nicht machen, weil man dann vorne rauskommt, die Wanne ist hier unten so dick, dass man das hier bei dieser Wanne machen kann. So, dann machen wir das hier einmal auf. Dann haben wir unsere Wanne hier schon liegen. Die ist jetzt 80x80 groß. Die andere, die wäre zu groß gewesen, die wir vorher gekauft hatten. Gucken wir uns das einmal an. Also hier unten könnt ihr sehen, dass es hier nochmal ungefähr 2 cm dick ist. Und auf der Seite habt man aber einfach nur eine glatte Fläche, die hierzu halt abflacht zum Ablauf. Guck mal, hier ist sogar nochmal so eine Schutzfolie drauf. Das ist schon mal gut zu wissen. So, dann legen wir es wieder hin und schauen mal nach dem Montagerahmen. Der Montagerahmen soll dann im montierten Zustand so aussehen und ist für alle Wannen zwischen 70x1,20 m ausgelegt. Das heißt aber auch, ihr könnt rechteckige Wannen damit aufstellen, was ja schon mal ziemlich gut ist. Also es ist echt ein Universalteil, das heißt auch SF Universal, Montagerahmen. Und dadurch, dass wir jetzt aber eine recht kleine Wanne haben, müssen wir die Metallseiten, die wir haben, einkürzen. Das machen wir mit der Flex oder mit der Kappsäge. Aber erstmal fangen wir jetzt an, das zusammenzubauen. Ihr könnt schon sehen, was ich meine. Also das ist ein vorgefertigtes Teil, das kommt so aus der Packung. Und das soll hier draufgesetzt werden, geht hier aber nicht, weil es zu lang ist. Und eben aus diesem Grund müssen wir die einkürzen, sonst geht es nicht. Von diesen Metallprofilen gibt es eben 4 Stück und die werde ich jetzt alle einkürzen auf die gleiche Länge, damit wir dann das Ganze zusammenstecken können. Sind alle gekürzt, jetzt schiebe ich die wieder hier drauf. Dabei ist darauf zu achten, dass hier diese weiche Kante, diese Soft-Ding nach oben ist. Da geht es nämlich um Schallschutz und da stecken wir jetzt das Ganze so zusammen. So, das rutscht doch eigentlich relativ schön da drauf. Noch die letzte Seite da drauf führen wir jetzt hier ein. Legen wir es mal testweise hier drauf. Sieht schon ganz gut aus. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein ganzes Stück beisammen. Vielleicht müsste ich das sogar noch mehr einkürzen. Muss ich gleich nochmal schauen. 2 müssen ja theoretisch kürzer sein. Nicht schlecht. Aber es gibt jetzt diese Abstandhalter. Dazu kommen wir jetzt. Dann haben wir jetzt noch 2 Kisten mit Zubehör. Und noch mehr Zubehör. Das hier ist zum Versetzen eines Fußes. Das ist interessant, das erkläre ich gleich nochmal. Das hier ist dieser Fuß, der auch festgeschraubt wird, bei dieser Wanne hier aber nur. Und dann haben wir hier diese Eckabstandshalter. Interessant sind die Teile. Wirklich. Kleines Video zwischendrin, bevor es weitergeht. Und zwar hatte ich das hier jetzt nochmal aufgemacht, hatte mir hier 6 nochmal aufgeschnitten und habe das jetzt hier auch nochmal isoliert und habe das hier direkt hinten die Wandscheibe angeschlossen, sodass kein Flexschlauch mehr benötigt wird. Das ist alles komplett dran, ein durchgängiges Rohr und genau, gehalten habe ich es auch. Ja. Jetzt werde ich es endgültig zumachen. Bin froh, dass ich es gemacht habe. Danke für die ganzen Hinweise. Also bin ich wirklich dankbar. Solange man noch Sachen ändern kann, ist ja immer gut. Und habe ich gemacht. Und jetzt geht's weiter hiermit. Also ich habe nochmal ein Stück abgeschnitten, komplett überall, dass wir hier das Ganze noch ein bisschen kleiner machen können, ohne da irgendwelche Probleme zu haben. Das Ganze wird jetzt hier eingelegt einfach nur. So. Und dann haben wir hier diese Klipse. Ich hole euch mal näher. Also diese Klipse haben wir hier. Und da sind verschiedene Farben dabei. Jetzt muss ich mal gucken, wo die hinkommen. Ich erinnere mich. Hier so, da ist einer und da ist einer. Die beiden roten sind einfach nur dafür da, dass man die dahin macht, wo der Abfluss ist. Also wäre der Abfluss jetzt hier in der Ecke, würde man da und da eine hinmachen. Ja, dadurch ist der Abfluss hier bei uns mittig jetzt nochmals dahin. Da geht es einfach nur darum, sicherzustellen, dass die Wanne immer gleich auf das Ding aufgebaut wird. Beziehungsweise, dass man dann auch später beim Einbau den Rahmen richtig rum einstellt. Jetzt wird hier noch einer drauf geklipst. Da haben wir 8 Stück, weil wir 4 Seiten an 2 Stück haben. Und jetzt passen wir den Rahmen hier auf die Größe der Wanne an. Also halte ich es aber fest und drücke es hier in die Ecken. Müssen wir mal gucken, dass es überall gleich aufliegt. Nicht, dass es aus Versehen irgendwo die Ecke hochzieht oder so. Das würde keinen Sinn machen. Aber das sieht gut aus. Gleichmäßig verteilt. Und dann sind hier an den Seiten so kleine Schrauben so zum Sichern. Die werden jetzt angezogen. Da kommt natürlich äußerst beschissen hin. Wie soll es auch anders sein bei sowas? Da wir aber natürlich mehr Füße haben als 4 Stück, und hier haben wir auch noch 4 Stück und hier haben wir auch noch einen. Der hier heißt süßerweise Easy Lift. Das hat hier so ein Ding verbaut,
dass man das dann mit einem Faden auf die richtige Höhe bringen kann. Deswegen finde ich das ganz witzig. Also wirklich süß gemacht, kann man nicht anders sagen. Und dadurch, dass es dann am Boden fixiert ist und man da dran zieht, dann rollt sich das halt hoch. Also der Fuß wird dann raus. Das soll hier in die Mitte geklebt werden und weil wir halt eine Acrylwand haben, kann man das auch festschrauben. Da muss man jetzt darauf achten, dass die Schrauben nicht zu lang sind. Aber wir haben hier 15 mm plus 5 mm. Also es kommt schon hin. Wenn ich den jetzt einfach hier drauf schraube, dann ist es in Ordnung. Also ich kann den Fuß jetzt hier einfach trotzdem mit dem Kleber hier hinkleben. Relativ mittig. Jetzt hole ich mir einfach eben den Akkuschrauber und mache den hier mit den 4 Schrauben fest. Da bringe ich jetzt auch nicht viel Druck auf, also es geht einfach jetzt nur darum, dass es da fixiert ist. Das Festschrauben geht wirklich nur bei Acrylwanden, also bei anderen Wanden brauche ich das gar nicht probieren, weil dann ist es kaputt. Fest. Hier ist jetzt noch so eine Schutzmanschette drum, die kommt natürlich ab und dann wird das hier rausgezogen und hier dran festgeklebt, damit man es dann später hochziehen kann. Also hier ist so ein Klebestreifen dabei, damit könnt ihr es hier einfach auf der Wandenoberseite befestigen, in der Hoffnung, dass es nicht wieder abgeht und hier den Faden verliert. Dann sind hier diese Flaps dran und die zum Fußboden zeigen, die können weg. Braucht man nicht mehr, die kann man mit Seitenschneider abschneiden oder hier ein paar Mal hin und her biegen, dann sind die auch ab. Also es geht eigentlich recht flott so. Ich habe ja eine Eckduschwanne, das heißt auf zwei Seiten müssen die ab, auf den anderen Seiten müssen die erstmal stehen bleiben. Als nächstes können wir jetzt hier diese Eckfüße noch reinklicken. Die werden einfach nur hier so seitlich reingestellt und dann so reingedreht. Mehr ist es nicht. Dann drehen wir die Füße hier so weit wie möglich rein. Die sollten jetzt erstmal höher sein als die in den Ecken. Macht natürlich Sinn, das vorher zu machen, bevor man sie einklickt. Jetzt können wir mit dem Rahmen erstmal nicht mehr weitermachen, weil wir nämlich als nächstes ein Maß brauchen. Und dieses Maß müssen wir von der Wanne nehmen. Und da müssen wir erst eine Abdichtung auf die Wanne aufkleben. Und zwar muss die Duschwanne zur Wand hin ja auch abgedichtet werden. Im letzten Video haben wir da die Abdichtung an der Wand geklebt. Liebe dich auch, Babasi. Und an diese Abdichtung muss eben noch was angeschlossen werden. Und dafür gibt es extra Zubehör, unter anderem hier zum Beispiel diese Dichtecke. Diese Dichtecke sollte man anwenden, weil die eben hier nochmal eine verstärkte Ecke drin hat. Und dadurch kann man wirklich bis in die Ecke das ganze Ding reinkleben. Das ist wichtig. Und das wird jetzt hier gleich draufgeklebt. Vorher müssen wir es natürlich noch reinigen. Und vor allem muss ich vorher erstmal noch diese hässliche Schutzschicht abmachen. Die ist hier aber scheinbar überall drauf. Und hier am Rand nicht so toll. Genau, also die ganze Wanne ist noch beklebt mit so einer Schutzschicht. Aber wir müssen jetzt erstmal die Ecken hier frei machen. Dadurch, dass ich jetzt hier gerade erst das Klebeband abgemacht habe, ist da natürlich nicht wirklich direkt drauf, aber trotzdem gehe ich jetzt hier nochmal mit Aceton drüber, einfach um es richtig sauber zu haben. Und vor allem fettfrei. Wir müssen da jetzt nur zwei Seiten mitmachen, weil nämlich die anderen beiden Seiten ja zum Boden hin sind. Und da steht ja dann später das Glas drauf, also die Tür. Und eine seitliche Glaswand. Das heißt, wir müssen nur zwei Seiten, die zur Wand zeigen, abdichten. Das andere wird dann in Silikon und Glas halt abgedichtet. Glas ist nicht wasserdurchlässig. Also alles gut. Als erstes kleben wir da jetzt hier eben diesen Abdichtungsstreifen. Der ist hier mit so einer selbstklebenden Masse. Der kommt erstmal hier drauf. Da habe ich gelesen, dass der bündig unten geklebt wird. So, Nummer 1. Und in die Richtung auch. Das müsst ihr jetzt nochmal richtig ordentlich festdrücken. Einfach nochmal, um hier quasi dem Kleber Unterstützung zu geben, wirklich eins zu werden mit der Wanne. Und jetzt seht ihr, dass hier diese Lasche weiter raussteht, weil ihr kriegt es ja nicht bis in die Ecke rein. Jetzt haben wir hier diese lange Seite nochmal. Jetzt habe ich hier natürlich nochmal drauf gefasst. Jetzt ist es nicht mehr fettfrei, aber Acetonlappen ist ja noch hier. Gehen wir nochmal hier drüber. Boah, wie geil das glänzt, sobald man da drüber geht. Da kommt jetzt hier das von der Rolle ins Spiel. Ich muss hier dagegen nehmen. So, das hier, das mache ich auch auf. Das ist von der gleichen Marke. Ich nehme jetzt da hier dieses Dural. Durabase heißt es. Das war jetzt das Einzige, was es beim Hornbach gab, deswegen habe ich das genommen. Und das wird jetzt wiederum 5 cm überlappend hier drauf geklebt. Ja, also 5 cm überlappend. Hier ist mein kleiner Finger, das schneide ich jetzt mal ab. Das Zeug ist übrigens wesentlich günstiger, wenn ihr das von der Rolle kauft. Ich wollte da so ein Stückchen kaufen und dann habe ich mir den Preis mal ausgerechnet pro Meter. Und der war wesentlich günstiger, wenn man hier die ganze Rolle nimmt. Ziehe ich mal nicht komplett ab. Jetzt schätze ich mal hier Pi mal Daumen, 5 cm, ne? Und jetzt wird das hier aufgetragen. Schön peu à peu. Bisschen schief. Die Scheppe sind all nicht gerade, sagt man ja in Hessen, wo ich herkomme. Boah, das klebt ja brutal. Also das ist ja echt heftig. Das klebt ja richtig krank, das Zeug. So, jetzt lasse ich das mal hier vorne nochmal ein Stück überstehen. Einfach, vielleicht klebt es einfach mal ums Eck, kann man ja dann eigentlich, okay, ist auch vielleicht nicht so schlau, ums Eck zu kleben, weil dieses Zeug halt krank klebt, kriege ich sie wieder weg. Okay, ich lege dich hier unten mal aus. Ist ein bisschen versaut, die Ecke da. Ich zeige euch es kurz. Hier.
Aber es ist nicht so schlimm. Genau das gleiche auf der Seite hier auch. Das heißt, ich halte mir das hier wieder an. Diesmal vielleicht auf die richtige Länge. So. Und jetzt wird das Ganze hier aufgetragen. Gucken, wie lang. Überlappen lassen. Und wieder peu à peu draufkleben. Die Stellen, wo das dann hier überlappt, die werden mit so einem speziellen Kleber zusammengeklebt. Den habe ich auch schon hier bereit liegen. Aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Zeige ich euch das. Der Kleber, der geht nie wieder ab. Das ist ja total krass. Das hier haben wir geschafft. Also das hier ist die Abdichtung. Okay. Das hier stellt sich sicher, dass kein Wasser mehr hier reinlaufen kann. Und selbst wenn, dann wird es halt aufgehalten hiervon, weil das hier wird dann wieder mit der Wandabdichtung verklebt. So, was wir jetzt noch als nächstes machen, dann nehme ich hier einfach das hier, was ich hier auch für das Rigips gekauft hatte, weil das habe ich jetzt halt gerade da. Ist ein bisschen zu breit, aber das ist nicht schlimm. Das klebe ich jetzt einfach hier drauf. Und das hier ist dann unser Schalldämmstreifen. Also das eine ist unser Dämmstreifen für Wasser und das hier ist unser Dämmstreifen für Schall. Das, was hier unten raushängt, kann ich gleich mit dem Cuttermesser abschneiden. Wie gesagt, den Rest, alles was überflüssig ist hier, schneide ich jetzt einfach hier einmal ab. Und hier genauso. Da haben wir eine schöne Abschnittkante. Das jetzt halt hier Müll, aber ich habe eh viel zu viel davon. Deswegen ist es nicht so schlimm. Jetzt können wir das ganze Konstrukt, was wir hier gerade gebaut haben, wieder in den Rahmen reinlegen und dann geht es mit dem Rahmen weiter. Dann legen wir jetzt hier die Duschwanne wieder hier drauf, so dass sie auch einrastet überall. Dann müsst ihr nochmal kontrollieren. Jetzt gerade ist sie nicht eingerastet. Jetzt ist sie eingerastet. Das hätte fast eine kleine Wunde gegeben. Ich kriege das Ganze mal zu euch hier. So, und jetzt alles, was hier unten übersteht, das schneiden wir jetzt gleich mit dem Seitenschneider ab. Und zwar machen wir das hier und auf der anderen Seite. Und hier ist es ein bisschen schwierig so, weil hier kein Platz ist. Immer so. Also ich muss sagen, es ist jetzt nicht viel weiter weg als die, Abbruchkante. Ehrlich gesagt, ist es genau die Abbruchkante. Also, schwierig. Wie macht ihr das denn? Wenn ich das jetzt hier abschneide irgendwo, so vielleicht. Ja, so könnte gehen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt einfach die ganze Duschwanne mal da reingestellt mit dem Gestänge und dann mal geguckt, wie es verhält, aber vielleicht so könnte es gehen. Man versucht hier ganz gerade runter zu gucken, aber man trifft es ja eh nicht hundertprozentig. Und ich glaube, ich werde es sowieso mit Duschwanne reinstellen, weil alles andere ist, macht eigentlich gar keinen Sinn erstmal. Dann die Duschwanne wieder rausnehmen und dann kann ich das Gestänge festschrauben, weil ansonsten schraube ich das Gestänge fest und am Ende passt die Duschwanne nicht mehr drauf, wäre richtig hohl. Ich mache das jetzt auch mal so, weil sonst macht es ja gar keinen Sinn. So, hier ist mein ganzes Konstrukt. Kann ich jetzt hier in die Ecke schieben, so. Bin ich ja mal gespannt hier, wie gut das funktioniert dann hier mit dem Hochkleben, weil wenn ich mir das so angucke, sieht eigentlich so aus, als würde es sofort Wellen schmeißen. Muss ich mal gucken dann, wie ich die hier rausgezogen bekomme. Aber sonst sieht es eigentlich ganz gut aus hier. Aber das hier nervt ja ein bisschen. Oder ich darf es halt nicht so weit in die Ecke stellen, aber das ist sowieso schwierig, weil wir hier nämlich keinen richtigen Winkel haben bei dieser Dusche, sondern wahrscheinlich so 92 Grad. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber wenn ich das hier oben gerade mache, dann passt es eigentlich. So sieht es ja gar nicht schlecht aus. Dann würde ich sagen, lassen wir das Gestell so stehen. Genau so. Das Problem, was ich jetzt hier so ein bisschen habe, ist, ich will eigentlich nicht mega hochkommen. Und selbst jetzt werde ich hier auf jeden Fall Veli-Platten reinkleben müssen und dann das Ganze irgendwie mit verfugen. Weil klar, hier kommt jetzt nochmal ein Zentimeter oder ein bisschen mehr drauf, aber dann kann man hier trotzdem nicht nur Silikon hinmachen. Man muss hier trotzdem auch ein Stück Fliese hin oder so. Also da habe ich eigentlich nicht so Bock drauf, aber gut ist halt so. Da muss ich mir nochmal eine Lösung überlegen. Da bin ich noch überhaupt nicht zufrieden mit der Lösung. Aber gut, so wie es jetzt steht, das Gestell ist schon mal richtig. Und dann können wir damit weitermachen. Ich nehme jetzt hier vom Gestell, nehme ich wieder die Wanne runter, ohne das Gestell zu bewegen. Bringe die Wanne wieder in Sicherheit. Und so wie der Wannenträger jetzt steht, kann man anfangen, das Ganze auszunivellieren. Also da hat man ja hier schön jetzt das Ganze. Und ich sehe jetzt hier gerade, ich muss sogar hier auf meiner Seite noch ein ganzes Stück weiter hoch. Da muss man natürlich auch drauf aufpassen. Boah, da passiert ja gar nichts. Alter! Doch jetzt. Okay, wenn ich es nivelliert habe, muss ich nochmal die Wanne drauf tun. Mann, da bin ich jetzt nochmal ein ganzes Stück hochgekommen. Bestimmt 6 Windungen oder so. Ja, habe ich befürchtet. Es ist jetzt schon wieder viel zu spät, dass ich bohren könnte, deswegen lasse ich es. Aber im nächsten Schritt kommen jetzt hier eben diese Halterungen. Und diese Halterungen werden an die 4 Außenfüße dran gebaut. Und dann können wir, wenn wir das gemacht haben, auch die mittleren Füße ausfahren, weil wir sonst so sehr an dem Gestell jetzt rumwackeln. Das werde ich halt morgen machen. Die könnte ich jetzt natürlich nur mal kurz anzeichnen, aber das kann ich auch lassen. Das werde ich morgen machen. Und dann mache ich jetzt halt Feierabend. So, moin, neuer Tag. Und ich muss leider das zurückziehen, was ich zuletzt gemacht habe, weil nämlich das Video, was ich mir angeguckt habe, für eine Stahlwanne war, die so gefalzt war unten und demnach mehr Abstand zu diesem Rand hat. Und jetzt habe ich noch mal ein bisschen so überlegt und dachte so, ja, okay,
Das kann ja hier gar nicht funktionieren, so wie wir das hier gemacht haben. Weil hier muss ja noch eine Wedi-Platte hingestellt werden und dann noch eine Fliese. Das heißt, es würde irgendwie so 1,5 cm weit rausstehen. Und das geht ja überhaupt nicht klar. Deswegen muss ich jetzt nochmal diesen Rahmen auseinanderbauen, nochmal einkürzen, damit der Rahmen weiter innen in diesem Rand drin steht, weil hier innen haben wir noch Platz. Und dann kann man da die Wedi-Platte drauf machen. Beziehungsweise die kann man dann quasi noch da drunter klemmen. Also es war jetzt ein bisschen fail das Ganze, aber das gehört halt auch dazu. Ist halt so, ist nicht schlimm, kostet nur Zeit. Okay, ich musste doch gar nichts abschneiden. Ich konnte jetzt einfach den auf die Größe schieben, die ich brauche. Und jetzt können wir mal gucken, wie es ist. Hier in der Ecke muss ich noch was wegstemmen, sonst komme ich hier nicht ganz in die Wand. Sehe ich gerade. Kann sie nochmal drauf und ich habe jetzt hier 2,3 cm. Jawohl. Das heißt, ich habe jetzt genug Platz gelassen für 1 cm Wedi-Platte und Fliese plus Fliesenkleber. Hier muss noch ein bisschen ran. Hier passt. Jetzt muss ich natürlich hier das ganze Gestell wieder neu einstellen und dann kann ich die Eckfüße festschrauben. War jetzt wieder ein extra Arbeitsschritt, wie ich schon gesagt habe, mehr Arbeit, aber es lohnt sich dann auf jeden Fall. Aber es steht jetzt schon richtig gut hier, es gefällt mir. I like. Tendenziell bin ich im Überlegen, ob ich das Ganze noch ein Stück höher mache. Aber eigentlich möchte man ja die Duschwanne eigentlich so niedrig wie möglich haben. Jetzt habe ich es endlich so, dass es passt, ey. Alter, 1,5 Tage lang hier gucken, dass es alles passt. So, jetzt muss ich noch einmal hier messen, dass es hier der Abstand passt überall. Also wieder diese 2,3 cm habe ich hier. Und jetzt auch hier. Und jetzt können wir die Wanne runternehmen und die Füße festschrauben. Da haben wir hier eben diese Füße mitgeliefert bekommen, mit Dübeln. So lala halt, aber nehmen wir. Diese Winkel hier setze ich jetzt hier an. Dübel habe ich schon reingemacht. Und dann sind hier Unterlegscheiben dabei und dann schrauben wir das Ganze hier jeweils fest, ohne den Rahmen zu verschieben. Und das zieht sich auch echt gut fest, also diese Füße, die drehen sich dann auch nicht mehr. Da sind dann zwar nochmal Kontermuttern dabei, aber muss jetzt gleich natürlich dann nochmal, wenn es fixiert ist, müssen wir dann trotzdem nochmal gucken, dass alles in Waage ist. Weil, wenn es nicht in Waage ist, können wir nicht weitermachen. Boah, das zieht sich jetzt nochmal ganz schön hier in Position. Ich hoffe, es zieht sich überall gleichmäßig in Position. Und jetzt wird nochmal geschaut. Das sieht top aus. Das sieht auch top aus. Also ich bin mit dem Ergebnis zufrieden. Super, dann können wir jetzt fortfahren. Also als nächstes können wir jetzt hier die ganzen Kontermuttern einfach runterdrehen. In den Ecken erstmal, dass wir da auf der sicheren Seite sind. Die müssen auch nur handfest angezogen werden. Das ist echt krass, wie schief hier der eigentliche Boden ist. Das denkt man gar nicht so, wenn man hier guckt. Also hier ist echt 2 cm hier vorne Gewinde zu sehen und hier ist kein ganzer Zentimeter zu sehen. So, und jetzt können wir hier diese Zwischenfüße runterfahren. Und die fahren wir auch so weit runter, bis da Spannung drauf ist, aber nicht zu viel Druck. Also Spannung darf drauf sein. Wenn zu viel Druck ist, dann würden wir hier das ja wieder hochschieben. Das ist schlecht. Also auch nur so handfest runterfahren und dann wieder mit der Kontermutter kontern. Und das mache ich jetzt bei allen vier. So, jetzt ist natürlich als nächstes, muss die Duschwanne mit dem Rahmen verklebt werden, hier auf diesen roten Punkten. Aber bevor wir das machen können, müssen wir natürlich hier unseren Ablauf wieder reinmachen. Da kommt wieder Schmatze ins Spiel. An dieser Stelle liebe Grüße an Stefan, beliebt das Wort. Alles, was ich hier gestemmt hatte, ist ja quasi für den Arsch, seitdem ich jetzt hier diese Variante mit dem Rahmen gewählt habe. Das ist aber jetzt nicht so schlimm. Ich habe jetzt das Rohr, was ich hier drin habe, was ich hier auch schon eingeschäumt habe, habe ich einfach wieder ein Stückchen hochgeschoben. Das kann ich jetzt einfach hier wieder draufstecken. Ich könnte es theoretisch sogar nochmal komplett rausziehen, aber das brauche ich gar nicht. Das Gute ist jetzt, dass ich das hier jetzt hier noch frei bewegen kann. Das ist auch Sinn der Sache, dass mit diesem Rahmen kann ich jetzt hier mein Handy hinhalten und kann auch nochmal hier drunter gucken, wenn ich mit der Lampe reinleuchte. Und da kann ich jetzt einfach immer sehen, ob diese Dichtung hier richtig sitzt oder nicht. Die habe ich jetzt schon gut vorbereitet. Allerdings, bevor wir eben das zusammenschrauben können, sonst könnte ich nämlich alles eins als eins da reinmachen, müssen wir diesen Fuß hier, der unter der Wanne ist, rausziehen. Und das machen wir eben mit dieser Schnur. Deswegen kann ich das jetzt noch nicht zeitig zusammenbauen. Wobei, ich könnte natürlich jetzt auch mal das zur Seite ziehen. Das wäre natürlich noch eine schönere Lösung. Vielleicht machen wir das. Ich ziehe einfach die Schnur zur Seite raus. Da hätte ich ja mal früher drüber nachdenken können. Ja, das macht es natürlich super leicht. Ihr müsst hier gucken, dass das richtig schön sauber ist. Diese Dichtung, dass da kein Staub oder so eingeklemmt ist. Dann mache ich das nämlich hier jetzt einfach weg und ziehe mir das hier drüben hin. Und dann kann ich das hier drüben schön wegziehen. Das ist wirklich eine einfachere Variante. Da ist jetzt noch eine Schutzfolie auf der Badewanne. Auf der Duschwanne. Wenn die nicht da drauf wäre, dann würde ich das jetzt nicht da drauf kleben, weil das kriegt man nie wieder gut ab. Und apropos Schutzfolie. Die Schutzfolie müssen wir jetzt hier drinnen auch lösen, weil wir wollen ja nicht auf der Schutzfolie abdichten, sondern unter der Schutzfolie. Sonst solltet ihr die natürlich überall dran lassen, die Folie. Einfach als Schutz für die Wanne. Jetzt kann ich einfach dieses komplette Konstrukt hier und hier dran bauen und dann einfach als eins einführen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Schmatze drauf. Das habe ich auch eben schon einmal gereinigt, aber immer besser. Auch hier die großen Schiffsverbindungen.
Also wenn wir jetzt hier ein Echolot oder so im Schiff verbauen, benutzen wir das auch immer. Also das machen wir echt überall drauf. Manchmal machen wir da sogar Vermiet drauf und nicht nur hier die Schmatze. So, da haben wir jetzt unseren Deckel hier. Der wird jetzt hier dran gesetzt und von oben schraube ich jetzt hier mein Gewinde drauf. Und jetzt kann ich richtig schön sehen, dass es nicht verrutscht. Und das ist wichtig. Hier einmal drumherum fühlen und gucken, dass diese Dichtung wirklich nicht verrutscht ist. Kann ich dann später, wenn die Wanne eingebaut ist, nochmal mehr festziehen. Dann haben wir das schon mal als eins. Das sieht jetzt von oben so aus hier. Kann ich das ganze Teil hier einfach schön werden. Ich noch einen Griff. Das hier ist unser Siphon. Aber so kann ich es machen. Boah, sitzt perfekt da drin. Meine Schnur kann ich dann gleich hier unten rausziehen. Dann können wir das jetzt wirklich schon verkleben, das Ganze. Und dann nehmen wir uns ein paar Eimer und beschweren das Ganze hier. Oder einfach ein paar Säcke. Also, wir haben jetzt alles, was ich machen wollte, gemacht. Alles vorbereitet. Jetzt müssen wir als allererstes hier innen rein. In diesen mittleren Fuß hier. Easy Fix oder so heißt der. Da müssen wir eine Runde Kleber reinmachen. Ich benutze da jetzt Roter Bond für. Das ist so ziemlich ein unzerstörbarer Kleber. Der hier wird hier wieder draufgeklebt, dass sich das hier drinnen fixiert. Und hier unten drauf wird jetzt auch Kleber gemacht. Das wird nämlich am Boden fixiert. Das solltet ihr auch nicht mehr wegdrehen. Da könnt ihr auch ruhig ein bisschen mehr drauf machen. Dann hier in der Mitte werde ich jetzt gleich nochmal saugen. Und jetzt müssen wir das hier auf alle Ecken drauf machen. Da müsst ihr auch gucken, dass sie relativ staubfrei sind. Da könnt ihr auch wirklich gut draufhalten. Also eigentlich alles, was rot hier ist, soll komplett mit Kleber voll sein. Und da ist so das Motto, viel hilft viel. Ne? So wie bei Markus Rühl. Ich habe mir jetzt hier die Schnur nochmal anders fixiert. Jetzt können wir das Ganze festkleben. Ging ja jetzt doch besser und schneller als gedacht. So. Und jetzt ziehen wir eine Schnur. Ziehen diesen Fuß raus. Habe ich natürlich nicht gesaugt, wie ich gerade gesagt habe, aber egal. Jetzt hat der hier Zug, Druck, der ist am Ende. Fuß steht auf dem Boden, das ist top. Die Schnur können wir wieder unten reinstecken. Jetzt hole ich Styropor, wir legen es hier drauf und dann kommt Gewicht drauf. Ja, ich würde sagen, das reicht. Und dann können wir morgen auch schon anfangen, hier die Abdichtungen zu kleben. Da freue ich mich schon drauf. Doch gut, und da wackelt echt gar nichts, ey. Krank. Wie geil. Schön stabil. Da sind wir wieder. Ich war heute Morgen beim Baumarkt, beziehungsweise eigentlich heute Nachmittag, habe eine Vedi-Platte geholt. Vedi-Platte, wer es nicht kennt, ist hier so eine Verbundplatte aus, keine Ahnung was, außen und innen. Aber in der Mitte ist auch so ein Schaum, bisschen wie Styropor. Ist aber relativ hart und hat hier auch so eine Armierung drin, also ist schon recht stabil. Diese Platte hier hat jetzt 15 Euro irgendwas gekostet. Ist natürlich ein bisschen Overkill, weil ich brauche nur so zwei kleine Streifen, aber ist halt so, kleineres Maß gibt's nicht. Das hier habe ich heute Morgen schon mal ordentlich dran gerüttelt. Das ist richtig geil fest geworden, das passt auch alles. Ich habe jetzt noch eine Kartusche Bauschaum gekauft, die können wir jetzt da unten reinsprühen, weil ich nicht möchte, dass der Siphon absackt. Das heißt, ich möchte nicht, dass da zu irgendeinem Zeitpunkt ein Hebel entsteht. Deswegen hätte ich gerne, dass das ganze Rohr jetzt in Schaum gehalten wird. Außerdem, um einfach ein bisschen so die Geräusche da unten drunter einzudämmen von der Lautstärke her. Ich meine, wir haben jetzt außen überall Dämmschicht. Hier vorne, also auf diesem Gestell, war ja auch so eine Dämmlage. Aber wir hätten natürlich gerne, dass das alles richtig schön leise ist, dass wenn man hier duscht und jemand pennt, dass dann nicht so laut ist. Deswegen machen wir auch weiter Schaum drunter. Da muss man aber aufpassen, weil man darf jetzt nicht zu viel da reinmachen. Ich habe hier nämlich diesen ganz normalen 1K-Schaum genommen. Der quillt natürlich wie Sau. Das muss man beachten. Das heißt, man kann jetzt nicht Unmengen davon reinmachen. Das könnte unter Umständen sogar hier die Wanne wieder anheben. Und das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall. Deswegen nur ein bisschen. Gewicht habe ich natürlich gut gemeint gestern, aber lieber mehr als zu wenig, weil jetzt ist auf jeden Fall gut angepresst, guter Anpressdruck da gewesen. Bevor wir jetzt allerdings die Sache hier mit dem Schaum machen, wollen wir einmal hier außen die Dichtungen aufeinander kleben, also die Dichtung, die an der Wanne dran klebt, auf die Dichtung von der Wand. Dazu benutze ich hier von Dural das Durabase ETS. Das hier, das steht beim Hornbach direkt neben dem anderen Zeug und ich habe auch noch ein bisschen gegoogelt, das ist auf jeden Fall das Richtige dafür. Und das verwendet man wirklich nur dafür, um das eine auf das andere drauf zu kleben. Und das werden wir gleich mal machen. Hier weiß, vielleicht gucke ich mir nochmal ein Video an wegen der Dosierung, weil man jetzt nicht Unmengen davon drauf machen muss. Und dann soll man das Ganze auch nochmal glatt ziehen. Aber das gucken wir uns gleich an. Dafür braucht ihr die Spritze und das Zeug. Davon habe ich zwei Kartuschen geholt. Das sollte eigentlich reichen für das. Und für die Ecke brauchen wir das dann ja auch nochmal. Aber ich denke mal, für hier reicht es jetzt auf jeden Fall, dass wir alles hier machen wollen. Jetzt nehme ich erstmal das Zeug hier wieder runter, hier drauf arbeiten will. Wenn hier die Vedi-Platten stehen, dann können wir hier sogar die Nivelliermasse endlich hinkippen. Freue ich mich schon drauf. Das hier können wir hier wieder reinstecken. Das sind hier nur so reingeklickst. Das hier, das liegt ja auch schon ziemlich geil hier. Das sieht echt gut aus hier. Ich hätte nicht gedacht, dass es so geil wird. Und hier in der Ecke müssen wir halt noch ein bisschen tricksen vielleicht. Sie verfügt über eine Perforation und kann beispielsweise bei... Ich habe mir dafür jetzt mal Handschuhe geholt, die ihre beste Zeit schon hinter sich hatten. Und ich hole euch jetzt hier mal ein bisschen näher so. Ich bin mir nicht sicher, ob, wenn wir hiermit fertig sind, ob diese Zahnkette dann noch nutzbar ist. Weil ich nicht genau weiß, wie dieser Kleber sich verhält.
Man muss es auf jeden Fall dann glatt ziehen, sonst hat man eben keine gleichmäßige Fläche. Wir werden es sehen. Zuerst mache ich das hier mal auf. Guck mal hier, Gebrauchsanweisung. Optimale Verklebung der Systemkomponenten lassen sich nur auf sauberer und staubfreier Oberfläche erzielen. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal alles mit dem Kompressor einmal abpusten. Fertig? Okay, wir können weitermachen. Der muss ja echt krass antrocknend sein, wenn das hier hinten sogar so verschlossen ist, so krass, so überdurchschnittlich. Kleiner Tipp, holt euch eine gute Presse. In der beschissenen macht das einfach immer alles keinen Spaß. Ich zeichne mir hier mal eben an, bis wohin es geht. Jetzt wollen wir das mal auftragen, da bin ich ja sehr gespannt jetzt. Ich finde es auf jeden Fall ein richtig geiles System. Schwer zu sagen, wie viel man hier drauf machen muss. Wirklich. Riecht auf jeden Fall ganz geil, das Zeug. So, jetzt Zahnkelle. Jetzt ziehen wir halt mal lang. Also ich würde sagen, hier muss auf jeden Fall noch mehr hin. Das ist noch nicht flächendeckend hier. Boah, das Zeug riecht sogar ganz geil, muss ich sagen. So, das sieht gut aus. Und jetzt können wir anfangen, das Ganze von hier unten anzudrücken. Wichtig ist, dass man es halt nicht nach oben abspannt, weil sonst kann man ja nicht mehr die Fliese ordentlich ansetzen. Jetzt drücke ich das hier alles einmal so an. Schiebt es schön hier unten in die Ecke rein. Jetzt können wir anfangen. Da nehme ich mir eine andere Spachtel für. Da nehme ich mir jetzt hier den normalen Spachtel. Und ziehe das eigentlich so, wie wir auch hier den Fliesenkleber aufgezogen haben. So ziehe ich das jetzt hier auch ab. Und ich muss sagen, es funktioniert ganz geil. Man sieht ganz gut, wie man hier diese Welle weiter drückt die ganze Zeit. Ich weiß nicht, für euch sieht man das wahrscheinlich nicht gut. Ja, okay, das Zeug ist ja richtig geil, ey. Aber es geht ja auch echt flott. Ich meine, jetzt bin ich die Seite abgedichtet. Wenn es trocken ist, kann man da theoretisch Fliesen drauflegen. Das Ganze mache ich jetzt hier auf der Seite natürlich auch. Also lieber ein bisschen mehr als weniger würde ich jetzt empfehlen. Alles, was überschüssig ist, kommt sowieso oben raus. Also unten ist ja egal, unten drückt es ja einfach so raus. Ich werde jetzt übrigens über eine Woche keinen Content produzieren können, weil wir nämlich morgen in Urlaub fliegen. Für 10 Tage. Natürlich traurig, dass ich keinen Content produzieren kann. Freue mich aber auch, wie sau mal Urlaub zu machen. Das jetzt wieder glatt ziehen. Den Rest hier machen soll hier hinten in die Ecke, weil brauchen wir sowieso gleich hier. Jetzt wieder das hier unten reinstopfen. Richtig geiles System. Echt nicht schlecht. Man kann es auch schön hier oben in der Kante nochmal abziehen. Ja, jetzt kommt hier halt die Ecke. Ich glaube, die Ecke, die ist ein bisschen schwieriger, ehrlich gesagt. Weil man da das ja ordentlich in die Ecke schieben muss. Da muss ich wahrscheinlich beide Seiten gleichzeitig machen. Da mache ich jetzt auch mal lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Da werden die jetzt auch einfach wieder übereinander geklebt. Da hatte ich ja gestern schon gesagt, die ungefähr 5 cm übereinander geklebt werden. Einhändig ist jetzt mal schwierig. So, und hier jetzt natürlich genau das Gleiche mit in die Ecke reindrücken. Und dass man es hier halt echt irgendwie richtig ordentlich machen muss. Und dass ich natürlich direkt so eine Falte habe, die aber nicht so schlimm ist, wenn sie rausgedrückt ist. Ich hatte gelesen, dass empfohlen wird, die Duschwanne abzukleben. Und ich so, nein, brauchst du nicht. Ja, jetzt muss ich sagen, hätte ich schon mal machen sollen. Weil ich jetzt natürlich hier direkt drauf gemacht habe. Das Gute in der Ecke ist ja, dass wir da sowieso nochmal drüber gehen müssen. Mit noch einem Abdichtband. Nämlich mit dem, was von oben kommt. Ich denke mal genau aus diesem Grund hier. Also, Tipp. Klebt die Wanne ab. Und eigentlich habe ich hier echt zu viel Überlänge. Weiß nicht genau, was ich da machen soll. Vielleicht hätte ich das mehr um die Ecke ziehen müssen oder so. Das könnt ihr ja nochmal in den Kommentaren sagen, die das vielleicht schon mal öfter gemacht haben. Ich bin hier auf jeden Fall jetzt... Also dicht ist es auf jeden Fall. Vor allem, wenn ich jetzt hier oben dann... Es geht ja noch ein bisschen unten rein. Also dicht ist auf jeden Fall. Müssen wir nochmal gucken dann. Aber vielleicht könnt ihr nochmal sagen, wie ihr es machen würdet. Oder wie ihr sicherstellt, dass das eben nicht passiert. So, das würde mich sehr interessieren. Dann dichten wir jetzt den Rest ab, einmal hier hoch. Dazu benutzen wir jetzt das hier. Das ist im Endeffekt das gleiche wie das hier. Nur halt schon in so einer Rolle. Und das kleben wir jetzt einmal hier in die Ecke runter. So, dass es eben da unten überlappt. Dass wenn jetzt Feuchtigkeit in der Ecke runterläuft, dann läuft es über die Sachen, die wir jetzt gerade festgedichtet haben. Und dann halt da rein. Das ist Sinn der Sache. Das heißt, ich mache mir das jetzt hier mal auf. Richtig gut funktioniert wieder. Sag mal, gebt mir doch mal einen Tipp für Musik, die ihr bei der Arbeit hört. Das würde mich immer sehr interessieren, dass andere Leute so bei der Arbeit schon Musik hören. Ich höre immer Country 108 oder Sunshine Live. Aber es ist echt schwierig, gute Musik zu finden, die man auch hier so bei der Arbeit gut hören kann. So, das drücke ich jetzt mal hier in die Ecke rein, dass ich mal weiß, wie viel ich ungefähr, ja, bis Mitte von dem Ding hier jeweils. Das ist doch gut. Das Ganze können wir jetzt aber auch schon einmal ausmessen, wie viel wir brauchen. Das lässt sich eigentlich auch ganz gut hier im Teppichmesser schneiden, das Zeug. Wenn man natürlich ein scharfes hat. Ich nehme es zurück, es lässt sich überhaupt nicht im Teppichmesser schneiden. Doch, geht. Dann wird jetzt wieder hier aufgetragen auf die Wand. Vorher nochmal die Ecke ausblasen. Und rein damit wieder jetzt.
auf jeden Fall gut, dass ich zwei Kartuschen gekauft habe. Mit einer Kartusche wäre ich hier nicht hingekommen. Mir ist gerade eingefallen, dass wir sowieso noch mehr hiervon brauchen, weil wir hier auch noch die Vor- und Rücklauf abdichten müssen. Da muss ich aber erstmal noch eine Verlängerung einbauen, das habe ich noch gar nicht gemacht. Deswegen brauchen wir noch mehr als das hier, sowieso. Die Spitze hier kann ich wieder ein bisschen größer. Hier hinten machen wir wieder auf. Und weiter geht's. Gesichert und entladen quasi. Ja, hier abziehen. Hier muss auf jeden Fall noch mehr drauf. Jawohl. Jetzt wird das Ganze hier in die Ecke eingelegt. Richtig schön in die Ecke reindrücken. Gleichmäßig aber auch. Mann, geiles System. Gefällt mir. Also ich glaube, so rum hier lang schieben funktioniert echt fast noch ein ganzes Stück besser. Also definitiv so rumschieben als abziehen, würde ich sagen. Man kann da echt richtig Kraft aufwenden hier. Und wieder alles auf die Wanne. Klar, perfekt. Jetzt habe ich eben so lange gefilmt, bis irgendwann einfach die GoPro ausgegangen ist und nicht mehr weiter gefilmt hat. Also ich habe die Ecke jetzt drin. Das Sound sieht jetzt wesentlich besser aus als vorher. Die ganzen Wellen sind jetzt alle raus. Und wir können gleich mit dem Bauschaum weitermachen. Aber vorher wollen wir das hier noch abdichten. Wo ich jetzt hier eh schon gerade bei, mache ich das direkt. Dazu müssen wir erst das Wasser ablassen. Das machen wir auch gleich. Ich gehe mir vorher noch schnell einen Kaffee holen. Da sind wir wieder. Also die Problematik ist die, dass man ja so jetzt nicht die Baustopfen abdichten kann, weil sonst, wenn wir dann hier die Verlängerung reinmachen, wäre es aber wieder undicht. Ich zeige euch das gleich. Wasser habe ich gerade schon einmal abgelassen. Den restlichen Druck lasse ich jetzt hier unten ab. Hört sich gut an, oder? Ich lasse es da jetzt offen, dass wenn ich hier aufdrehe, dass dann hoffentlich der sich hier Luft zieht und da was daraus sifft und nicht hier, wo ich aufdrehe. Weil wenn es nass ist, kann ich da natürlich nichts draufkleben, ne? Klingt logisch. Aber das sieht richtig gut aus hier. Und ihr seht, die Baustopfen, die waren jetzt ungefähr so tief da drin. Und ich hatte die nur handfest drin und die sind dicht und das ist absolut in Ordnung. Und das gleiche mache ich hier. Auch in der Hoffnung, dass es trocken ist und da. Jawohl. Jetzt hole ich zwei Verlängerungen und alles zum Eindichten, dann dichten wir das hier ab. Und zwar sehen diese Dichtungen so aus. Und das hier in der Mitte, das ist Gummi. Und das schmiegt sich dann an unsere Verlängerung. Das heißt, es wirkt im Endeffekt wie eine Dichtung einfach. Und deswegen können wir nicht die Baustopfen abdichten. Wenn ich die rausdrehe und dann das hier später reindrehen würde, dann würde sich das nicht mehr hier drumherum legen. Also das hier würde sich nicht hier drum legen. Deswegen müssen wir diese Reihenfolge jetzt machen. Die Länge dieser Verlängerung wählt ihr nach der Dicke von dem, was hier noch drauf kommt. Also eure Verlängerung sollte am Ende ungefähr da aufhören, wo eure Wand aufhört. Das heißt, ich habe jetzt hier 15 mm. Und wenn ich jetzt mal 15 mm hier messe, von dort kommt es sehr gut hin mit meinem Fliesenkleber. Ich hätte noch eine kürzere, die könnt ihr auch da reinmachen. Ich habe noch eine mit einem Zentimeter, ich glaube, ich nehme die lieber. Weil dann kommen hier noch die Schwanenhälse drauf und dann die Armatur. Also ich glaube, ich nehme hier noch eins kürzeren, oder? Habe ich dann zu wenig Fleisch zum Abdichten? Also ich habe mich jetzt für die längeren entschieden und zwar ganz einfach aus dem Grund, dass ich Angst habe, dass diese, wie heißt das, Rosetten, keine Ahnung, wie man das nennt, dass die vorne runterrutschen. Deswegen nehme ich jetzt die etwas längeren. Ich raue jetzt hier gerade nochmal das Gewinde mit einem Sägeblatt auf und dann können wir das Ganze schön eindichten. Reinschrauben. Dafür braucht man dann einen 12er Imbus. Da hatte ich einen bei Amazon bestellt, weil ich keinen mehr hatte. Dann kamen 5, aber für den Preis von einem. Kein Plan warum. Also falls jemand einen 12er Imbus braucht aus meinem Freundeskreis, sagt Bescheid. Da kommt jetzt hier wieder Vermiet aufs Gewinde. Das war vielleicht ein bisschen viel des Guten. Und Nummer 2. Das Ganze drehen wir jetzt hier rein, wenn es dann greift. Jawohl. Könnte ich erstmal so rum reindrehen, ein Stück. Könnte man jetzt natürlich auch mit der Zange reindrehen. Macht aber halt eigentlich keinen Sinn, ne? So, und jetzt habe ich hier noch am Ende, guckt das Ganze hier noch einen Zentimeter raus. Und ich habe ja sowieso, also einen Zentimeter habe ich auf jeden Fall mit meiner Fliese und Fliesenkleber. Deswegen passt es schon. Optimal ist natürlich, wenn ihr die beide leicht tief reindreht, ne? Das macht ja Sinn. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das hier drumherum alles relativ plan kriegen, ohne dass uns hier neuer Dreck reinfliegt. Also das Teil heißt Manschette, nicht Rosette. Naja, ist ja fast das Gleiche, ne? Das Ganze wird dann hier so drüber gezogen. Das heißt, was wir jetzt machen werden, ist, wir halten es jetzt einmal hier hin und zeichnen hier die Dimensionen auf. Mitte können wir uns schenken, weil es sowieso überlappt. Da müssen wir dann gleich beim nächsten das aufzeichnen. Jetzt kann ich hier wieder das ganze Zeug drauf schmieren. Vorher werde ich das jetzt wieder einmal abpusten hier. So, das verteilen wir hier jetzt natürlich wieder. So, das sieht gut aus. Da muss natürlich die Schrift nach unten zeigen. Das passt das für alle Autisten nicht. Jetzt wird das hier drüber gezogen einfach. So, dabei ist wichtig, dass es nach vorne zeigt. Also da solltet ihr schon gucken, dass es wirklich schön gleichmäßig überall anliegt. Keine Ecken irgendwo sind, sonst ist schlecht. Und dann könnt ihr anfangen, es von der Mitte so rauszustreichen. Also eigentlich genau so, wie wir es jetzt auch bei den anderen gemacht haben. Hier muss es jetzt gleich auch überlappen. Amazon ist da, hört es. Da muss ich kurz hingehen.
So, dann können wir jetzt hier die andere Seite eindichten, vollschmieren. Weiß ich jetzt nicht, inwieweit die genau überlappen, muss ich mal gucken gleich. Auf jeden Fall geile Sache, gefällt mir das. Ja, passt. Das kommt auch wieder hier drüber. Okay, ist gar nicht so leicht. Kleber hier dran, perfekt. Bisschen gerade drehen für die Optik. Und das Ganze wieder schön ausstreichen hier. Fertig ist die Abdichtung. Geiles System, gefällt mir richtig gut. Werde ich, glaube ich, bei uns drüben auch wieder nutzen. Das ist ja echt super simpel und einfach genial. Ich glaube, an der Stelle mache ich auch schon wieder Schluss mit dem Video, weil es schon echt lang geworden ist. Jetzt wisst ihr hier, wie ihr so eine Dusche abdichten könnt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr andere Varianten habt, die ihr für besser befindet, schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Probiere ich vielleicht mal aus. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao.